Krähen Hannigalb. Ein Zubringer in ein Skigebiet, das für viele Gäste ganz normal wirkt. Doch für einen Seilbahnfan hat es hier viele interessante Anlagen zu besichtigen. Als erstes sticht die Zubringerbahn ins Auge, doch diese wurde schon in einem anderen Video präsentiert. Die Reise durch das Skigebiet Krähen-Hannigalb beginnt bei einer sehr interessanten Anlage. Es ist ein Bügellift der Firma Müller. Der Skilift Paradiesli dient einerseits als Anfängerlift und andererseits bedient er eine Family Fun Slope. Der erste Skilift wurde hier bereits 1965 gebaut, wo er damals erst der zweite Skilift auf der Hannigalb war. 1974 wurde dieser durch den heutigen Lift ersetzt. Der Lift ist ein klassischer Übungslift mit etwas mehr als 600 Metern Länge und knapp 150 Metern Höhendifferenz, bricht er keine Rekorde. Der Antrieb und die Abspannung befinden sich im Tal, in einer unverkennbaren Station von Müller. Besonderheit daran ist, dass nicht nur die Antriebsscheibe auf einen Spannwagen ist, sondern die ganze Station verstellbar ist. Dies bedeutet, dass die Angestellten regelmäßig die Schiene von Schnee befreien müssen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die 60 Hydrogehänge vom Hersteller Bura fahren mit einer maximalen Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde und erreichen damit eine Kapazität von 920 Personen pro Stunde. Auch wenn der Lift keine besonderen Abfahrten erschließt, ist er doch ein interessanter Lift für jeden Seilbahnfan und einen Besuch wert. Die wohl älteste Anlage im Skigebiet ist der Skilift Furken 2. Dieser dient als Verbindungsanlage zum Seetalhorn und früher auch zum Wannihorn und erschließt auch eine eigene Abfahrt als Beschäftigungsanlage. Der Skilift wurde 1973 als Ergänzung zum damaligen Skilift Furken 1 gebaut. Unübersehbar ist der Lift von Bühler. Abgesehen von seinem Alter und Hersteller ist der Lift nichts Besonderes, denn auf 700 Metern Länge und etwas mehr als 200 Höhenmetern zeigt, dass der Lift hauptsächlich als Verbindungsanlage gedacht ist und für Wiederholungsfahrten eher Anfänger anlockt, die ihr erstes Mal eine rote Piste befahren wollen. Die Gehänge stammen auch hier von Bora und werden vom Tal aus angetrieben. Es ist ein typischer Brückenantrieb vom Bühler, der Antriebsmotor und Abspannung zugleichem beherbergt. Dieser kann den Lift mit maximal 3 Metern pro Sekunde Fahrgeschwindigkeit antreiben und erreicht damit eine Kapazität von knapp 840 Personen pro Stunde. Parallel zur ältesten Anlage im Skigebiet steht die neueste, ein Bügellift von Garaventa, der 2020 gebaut wurde. Er ist schon die dritte Anlage auf dieser Strecke. Der erste Skilift
wurde 1960 von Puma gebaut. Ein klassischer, kuppelbarer Stangenschlepplift. Dieser war der erste Skilift und Beschäftigungsanlage auf der Hannigalp. Er besaß nach ca. 2/3 der Strecke eine leichte Rechtskurve. 1980 wurde dieser aber ersetzt durch einen neuen Stangenschlepplift von Puma, diesmal ohne Kurve. Nach genau 40 Jahren Betrieb war es auch für diesen Schlepplift zu Ende. Sehr wahrscheinlich liegt das an dem großen Seilverschleiß, dem mehrmaligen Entgleisen des Seiles, wegen fahrlässigen Skifahren und auch wegen des Alters. Der Ersatz ist ein klassischer Bügellift von Garaventa. Er hat denselben Zweck wie den zuvor gezeigten Skilift Furken 2. Doch der Lift ist gegenüber seiner Parallelanlage etwas kleiner ausgefallen und ist 80 Meter weniger lang und überwindet nur etwas mehr als 200 Höhenmeter. Der Lift ist auch etwas gemütlicher unterwegs mit nur maximal 2,8 Metern pro Sekunde. Die Gehänge stammen von Doppelmayr. Die Übungslifte Herdera 1 plus 2 liegen nicht weit entfernt vom Skilift Furken 2. Für Anfänger sind diese beiden Lifte ideal. Sie sind kurz und bestehen aus einem Teller- und Bügellift, womit man beide Liftarten trainieren kann. Diese beiden Lifte wurden 1988 von Städteli erstellt und ersetzen einen weiteren Doppelschlepplift von Städteli, auch damals schon mit Tellern und Bügeln. Diese wurden 1966 eröffnet. Abgesehen von den Gehängen sind die Lifte identisch. Der Tellerlift besitzt besonders kleine Gehänge, die sich nur für Teller eignen. Daher besitzt der Bügellift andere Gehänge, aber auch welche von Städteli. Die beiden Lifte sind etwas mehr als 260 Meter lang und überwinden dabei 50 Höhenmeter. Diese Strecke befahren die Gehänge mit gemütlichen 2 Metern pro Sekunde. Dies über ihre 3 geteilten Stützen. Interessant sind noch die Antriebe in den Talstationen, die über Riemen die Kraft übertragen. Abgespannt werden die Lifte an der Bergstation. Der Skilift Wannihorn, der 1966 von Bühler gebaut wurde, ist seit bald 2 Jahrzehnten stillgelegt, zusammen mit dem Skilift Sputnik von Bohrer aus dem Jahre 1980, welcher bei der Bergstation des Skiliftes Wannihorn startete und nicht einmal 200 Meter lang war. Doch er konnte das Pistenangebot um einiges erweitern. Doch diese Lifte werden nicht mehr in Betrieb gehen, denn eine kuppelbare Sesselbahn ist schon lange in Planung, welche die beiden Skilifte auf neuer Trasse ersetzen sollte. Doch dies kann noch dauern.